Der Zähler bleibt aber stehen bei der Geschichte. Das heißt, du benutzt deinen eigenen Strom dafür. Okay. Und das ist dann eben halt diese Phasenkompensation. Man kann das auch Phasenbilanzierung, Vierphasensaldierung nennen. Das ist ein Verstanden habe. einphasiges System, aber Genau. dreiphasig messend. So auch die Entladeleistung, wenn du ein E-Auto hast. Ich sag mal so, das bringt dir nicht so richtig viel, wenn du denn daraus dein E-Auto mitladen möchtest. Was würdest du für ein Resümee ziehen für den Speicher? Moin, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier geht es um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht mein Kanal, sondern das ist Felix' Kanal, Money for Future. Grüß euch, wir wollten heute mal wieder weitermachen mit unserer Speicherserie. Ich bin zu Gast hier beim Frank Schmalowski. Du hast auch einen YouTube-Kanal, VP Uniflot heißt er, wo du auch immer wieder Wallbox-Videos und PV- und Balkonkraftwerk-Videos machst. Schaut da auch gerne mal drauf vorbei und lasst ein Abo da. Und wir wollten in diesem Video über den Senec-Speicher sprechen. Das ist dieser Senec-Speicher 2.1. Wir werden uns in dem Video das Datenblatt anschauen, wir werden mal so durchgehen und so ein bisschen unser Bestes, unseren Stoff dazu geben. Das hier ist nicht der neueste Speicher, den Sie, glaube ich, mittlerweile haben. Es gibt auch einen Hybridspeicher. Wenn wir darüber nochmal ein extra Video machen sollen, dann würden wir das auch nochmal machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und jetzt legen wir einfach mal los, was das hier eigentlich für ein Speicher ist. Ja, also auf den ersten Blick ist das natürlich ein AC-Speicher, also das heißt, der wird wechselspannungsseitig eingekoppelt. Das ist eine Standardtechnik. Senec ist einer der Pioniere der Speichertechnologien. Die machen das schon, ach, ich glaube, bald 10 Jahre Ja, und mit. haben angefangen mit Bleispeicher. Die hatten wir damals auch noch im Vertrieb. Wir sind dann angefangen, haben gesagt, okay, das geht auch mit Gabelstapler-Batterien, also weil die haben 48-Volt-Technologien. Da stammt übrigens die ganze 48-Volt-Technik her bei Speichern aus dieser Zeit. Und wo man dann gesagt hat, das ist ganz gut, das ist ein Großserienprodukt für Gabelstapler, wir können das einfach dafür nehmen. Und da haben sie ein paar Anpassungen gemacht, pfiffige Ideen gehabt und das Ganze dann so angebaut, dass sie die ersten richtig guten Speicher hatten. Mit Bleitechnologie, da ging ab und zu auch mal was daneben, aber das ist bei Blei nun mal so und das, ja, im Großen und Ganzen ist die Firma groß und erfolgreich Und in geworden. Leipzig, Ja, glaube ich, ist genau. Headquarter, ne? Und Ja. mittlerweile auch einer der Marktführer in Deutschland. Ich glaube, Ja, hinter ja, Sonnen und BYD Platz ja, 3 ja, oder ja. 4, je nachdem, ob man die Kapazität nimmt oder die Anzahl der installierten Ja. Leistungen. Wir fangen oben an. Es gibt verschiedene Ausbaustufen. Wenn ich das so richtig deuten kann, hier 2,5, 5, 7,5 und 10, das sind wahrscheinlich die Kilowattstunden, Genau, das die sind man. die nutzbaren Kilowattstunden. Das ist das, was das hat Senec auch immer gemacht, dass sie die Nettokapazität angegeben haben. Angegeben haben, Ja. also es ist nicht brutto. Und auch die Maße ganz normal, also so 1 Meter hoch, 50 cm tief, 50 cm breit, ist ein bisschen wie so ein Würfel. Sieht man ja auch auf den Fotos schon vorher. Vom Design her würde ich sagen, ja, kann man so machen. Gibt Ja. wahrscheinlich schickere Boxen oder beziehungsweise noch andere Darstellungen. Wir haben es jetzt bei dem Jurweil-Speicher gehabt, der so flach, relativ flach ist. Oder auch bei anderen, ne, die es ein bisschen anders gemacht haben. Erinnert mich ein Ja. bisschen so an den Warta, diesen Element Plus, der Ja, ist ein bisschen ein bisschen abgerundeter, also abgerundeter, ein das auf alle Fälle, bisschen ja. schöner, ja. Aber Ja, gut, sieht gut aus, finde ich. hat auch ein Display. Was mich denn bei den Speichern immer so ein bisschen stört, ist, dass sie hier auch bei diesem Foto, wir blenden euch das mal ein, schon so, da steht da neben einer Waschmaschine oder ein Trockner und er hat ein anderes Format. Also er ist nicht so breit, er ist nicht so tief, aber dafür ist er dann höher. Und das, ich sag mal so, wenn er genau das Format einer Waschmaschine hätte, also so 60 mal 60 und 80 hoch, dann wäre das eine Geschichte, wo du sagen könntest, den würdest du irgendwo mit einreihen können und wäre vielleicht einfacher. Aber gut, das ist Das ist wahrscheinlich jetzt auch Geschmackssache. ja Klagen auf hohem Niveau, ne? Vielleicht will man Jo. auch nicht unbedingt aussehen wie eine Ja. Nee, Waschmaschine. und wenn wir so Schreibt es mal weit. gerne in die Kommentare, ob ihr gerne einen Waschmaschinenspeicher hättet. Vielleicht kann man da noch mal was machen, ne? Ja, genau. Machen wir ein Bullauge daran. Aber ja, Design finde ich in Ordnung. Auch von der Größe her, wie so ein Kühlschrank, würde ich mal so, ne, ist das so ungefähr die Größe, ein Ja, kleiner Kühlschrank. ja. Gewicht, ganz normal, brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Je größer, desto Naja. schwerer. 2,5 Kilowattstunden, 83 Kilo.
Ja, klar, weil du hast das Gewicht der Wechselrichter, also des Ladegeräts, des Wechselrichters da drin. Du hast die Rahmenkonstruktion, das ist ja Genau. erstmal immer das Startgewicht, was du hast. Und dann das Batteriemodul, das wiegt dann nur 22 Kilo, also von daher Ja, passt das. genau. Ja. Und 22 Kilo für ein Batteriemodul, das kann ich sogar alleine noch tragen. Das finde ich jetzt ganz praktisch, ehrlich gesagt, ne? Den kannst du sehr wahrscheinlich alleine montieren. Du müsstest dann nur das Gestell, da weiß ich jetzt nicht, wie weit das zerlegbar Nee, ist. also ich meine, das Batteriemodul kannst du alleine Das tragen. kannst du Ob ich ihn jetzt alleine alleine tragen. installieren kann, vielleicht wiegt der Rest ja dann Ja, doch 60 natürlich. Kilo oder was Ja, dann. und dann, wenn du da wieder dabei bist, jetzt die Treppe runterzuschleppen, könnte das ein Also Problem alleine werden. 60 Kilo würde ich jetzt von Ja, abraten. gut, ist jetzt Wissen die wir nicht. Müssen Frage, wir wie uns dann weit man nochmal das schrauben. Ganze, Alles ja, klar. zerlegen kann. Tauglich für Netzart TN, TNC, TNS, TT-Netze. Also, das sind die Netzbezeichnungen, die wir in Deutschland haben. TN bedeutet terraneutral, TNC heißt dann terraneutral kombiniert, TNS heißt terraneutral separiert und TT ist Terra-Terra. Das ist etwas, was der Elektriker weiß, das ist, wie die Netzform ist. Normal ist heute in der im Haus TNS-Netz. Also das ist eine ganz normale Geschichte. Hier, was hier fehlt, ist IT-Netz, kommt aber im wirklichen Leben in Deutschland eigentlich nicht vor. Ich habe jetzt auch das erste Mal, sehe ich das jetzt hier auf dem Datenblatt. Habe ich jetzt Ja, noch nicht so bei jedem gesehen. hast Jetzt drei, du, vier ist Datenblätter eigentlich schon. eine normale Geschichte. Okay, dass Ja, man das dazu schreibt. ja. Phasenzahl, dreiphasige Messung, einphasige Leistungsabgabe, Dreiphasenkompensation. Bedeutet eigentlich, dass du misst alle drei Phasen, hast aber nur einen einphasigen Batteriespeicher. Also der Wechselrichter ist einphasig da drin und der gleicht das Ganze dann aus, dass du zum Beispiel, wenn du auf der Phase L1 eine Leistung hast, also 10 Ampere ziehst auf L1, dein Speicher ist aber auf L2 angeschlossen, wird er auf L2 die 10 Ampere einspeisen, damit sie auf L1 gezogen werden kann. Das gleicht natürlich das Netz aus, das gleicht nicht der Speicher aus und da gibt es auch im Haus nichts, was das ausgleicht, sondern der Zähler bleibt aber stehen bei der Geschichte, das heißt, du benutzt deinen eigenen Strom dafür. Okay. Und das ist dann eben halt diese Phasenkompensation. Man kann das auch Phasenbilanzierung, Vierphasensaldierung nennen. Das macht der Zähler. Okay, aber Das das ist heißt für dann. mich jetzt einfach als Verbraucher, es ist ein einphasiges System, wenn ich das jetzt richtig Das ist ein verstanden habe. einphasiges System, aber Genau. dreiphasig messend. Ja. Wenn du ein reines einphasiges System hättest, dann würdest du auch nur auf einer Phase messen, auf der Phase, wo du einspeist. Und wenn du dann, also bleiben wir bei L2, der Phase L2, wenn du dann 10 Ampere ziehst, da würde dann der Speicher sagen, alles klar, da steuere ich dagegen. Wenn du aber auf der Phase L1 denn diese 10 Ampere ziehst, das merkt der Speicher dann nicht. Okay. Also das heißt, der muss da sowieso dreiphasig messen, damit er seinen Job macht. Nächster Punkt, eigentlich auch extrem spannend, immer diese optimale und zulässige Betriebstemperatur. Optimal wäre zwischen 10 und 30, zulässig zwischen 5 und 40 Grad. Bei BYD oder am Home haben wir auch minus 10 Grad da stehen gehabt, plus 50 Grad. Hier würde ich sagen, eher im Haus aufstellen, ne? Den kannst du nur im Haus aufstellen, weil du draußen das dann doch mal kälter haben kannst als plus 5 Grad. Genau, Also sehen. macht auch, ja, also wenn man es weiß, ist es nicht das Problem. Und damit, wenn du das so vorgibst, umgehst du natürlich auch viele Probleme. Also es gibt durchaus auch mal Leute, die auf die Idee kommen, so ein Ding dann irgendwo draußen zu installieren. Also muss jetzt nicht von Senec sein, aber bei anderen Speichern, die dafür nicht gedacht sind, die isolieren das dann hinterher noch und all sowas. Also es gibt die wildesten Geschichten, aber hier ist das sehr klar und deutlich. Den kannst du nur drin montieren und auch nicht einfach nur in eine unbeheizte Garage, sondern den musst du richtig drin haben. Genau, das ist nämlich die Frage, auf die ich kriege, kann ich das im Carport aufstellen, kann ich das in der Garage, am Haus aufstellen? Und wenn ihr sowas auf dem Datenblatt habt, Leute, dann auf keinen Fall. Ja, also dieser Temperaturbereich, wenn er irgendwie mal in Minusgrade abrutschen sollte oder es nahe Null ist, dann geht die Batterie einfach sehr schnell kaputt. Und das wollt ihr einfach nicht und die Garantie greift dann auch nicht. Ja? Ihr müsst ihn wirklich da aufstellen, wo er auch geeignet ist und das auch zu der relativen Luftfeuchtigkeit.
10 bis 85%, da hatten wir jetzt auch schon 5 bis 95%. Würde ich sagen, ja, ist jetzt okay dann im Haus. Ne? Im Haus wirst du immer absolut zwischen 10 und 85 haben und nicht kondensierend ist auch normal, genau, im Haus. Also das ist nicht das Problem. Die Lagertemperatur geht runter bis auf minus 20 bis plus 50. Das ist auch völlig okay, dass du es im normalen Lager, ja, reinbringen kannst. Wenn du noch ein temperiertes Lager brauchen würdest, also die stehen ja manchmal auch irgendwo im Lager. Mhm. Ist ja nicht immer wie in Corona, dass das alles sofort vergriffen ist. Würde das also zusätzliche Kosten verursachen, aber hier ist das völlig okay, minus 20 bis plus 50, ja, passt gut zusammen. Und Schutzart IP20, das ist nicht so gut, da haben wir jetzt mit IP66 schon ja, welche gehabt, aber wenn du es sowieso drin hast, dann spielt das keine Rolle, genau, dann ist IP20 absolut in Ordnung. Vielleicht kann man auch mal kurz sagen, die IP-Schutzklasse ist die vordere Zahl für von außen auf den Speicher eintreffende Fremdkörper und die zweite ist die Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit. Ja. Das heißt, bei oder IP20 würde ich es nicht dahin stellen, wo es feucht oder dreckig oder nass wird oder viel Staub in der Gegend rumschwirrt. Das wäre hierfür nicht optimal. Das ist richtig, genau, ja. Also du hast... ja, also ich sag mal so, für eine Hausaufstellung ist das völlig okay. Vollkommen super, ne? Ja, keine absolut. Frage. Also Notstromfunktion ja, aber mit Sternchen. Also ich kann es ja mal kurz so erklären, wie ich es verstehe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Der Speicher kann hier euren Abgang weiter versorgen. Also da, was ihr sozusagen auf den Notstromabgang legt, kann er auch weiter mit Strom versorgen, bis die Batterie leer ist und dann ist aber Schluss. Der kann jetzt hier nicht in der Insel laufen oder mit der PV-Anlage den Speicher nochmal nachladen oder so, dass es dann irgendwie auch ein bisschen länger gehen könnte, sondern da muss man etwas drauf achten und dass man natürlich nicht über diese Leistung drüber kommt, was so die Notstromfunktion angeht. Kaskadierbar. Ja. Ja, bis zu 7 Systeme. Also das heißt, du kannst bis zu 70 Kilowattstunden dann zusammenschalten. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Die Frage, wie weit das Ganze sinnvoll ist. Du kannst natürlich diese 70 Kilowattstunden zusammenschalten, aber die maximale Entladeleistung ist 2,5 kW. Mhm. Das heißt, wenn du schon so einen großen Speicher machst, dann möchtest du eigentlich noch ein paar Sachen mehr machen. Dann möchtest du, also wenn du sagst, ich 70 Kilowattstunden Speicher, dann möchtest du auch zum Beispiel dein Auto laden. Mhm. Und dann meinetwegen, wenn du eine Zoe hast, dann sagst und dann du 7 mal 2,5 kW. 7 mal 2,5, da würdest du dann jetzt eben halt bei 7 mal 5 3,5, 14, 17,5 Kilowattstunden, kW Leistung sein. Mhm. Das ist nicht so besonders viel bei der Masse an Speicher. Oder 2,5 kW ist auch keine besonders hohe Entladung. Ja, bei 70 Kilowattstunden Kapazität haben wir bei unseren Gewerbespeichern schon 50 kW Leistung. Ja, das sind aber Gewerbespeicher, da willst du ja auch was anderes erreichen, da willst du ja Peak Shaving machen, also das heißt Spitzenlasttarife runterfahren oder brechen und das ist dann noch eine andere Voraussetzung, aber ich sag mal so, 2,5 kW Entladeleistung ist soweit okay, heißt aber auch, dass du eine richtige Notstromversorgung nachher, da kommt eben nur 2,5 kW raus. Ja, okay, das heißt so, auch, so eine Herdplatte hat irgendwie 2 kW ungefähr, eine Stromherdplatte normal oder ein Wasserkocher 1,5, ja, genau. 2 kW, ja, dann bin ich schnell schon an der Grenze. Was dann musst so du dann schon gucken und ich sag mal, andere Hersteller, also was weiß ich, Fronius hat bei einem Gen 24 einen PV-Point, nennen sie das, glaube ich, also eine Notstromversorgung, also ist eine Klemme drin im Wechselrichter und die stellt bis zu 3 kW zur Verfügung, sobald der Strom ausfällt. Mhm. So, und da kannst du dann natürlich, das ist im Wechselrichter komplett mit eingebaut, ohne irgendwelchen Schnick oder Schnack, das kriegst du dann da, klemmst du deine Sachen an, die du durch Strom versorgt haben. Ja, andere können ja auch noch mehr, ne? Also, ja, natürlich. Also, das können ja bis zu 10 kW teilweise. Der Gen 24 liefert dir auch 10 kW, ja, aber das serienmäßig hat er 3 kW schon drin und dann brauchst du aber auch eine Vorschaltbox, das brauchst du bei den meisten, dass du dann eben halt das Netz sauber
Trends. Darum ja, geht's das ist genau richtig. Ob gut, Cargo das ist Planet, ja. Brauchst du das auch. Ja, dann gehen wir weiter. Kommunikation, Ethernet, brauchen wir jetzt ja, auch nicht viel zu sagen. Gut, einfach den Spupp ab in den Router stecken, das ist schon mal ganz gut. Ja. Damit kommst du dann auch leicht online bei den Schnittstellen. Dein Display ist immer eine ganz nette Geschichte da drauf. Es vermisse ich zum Beispiel bei anderen Speichern ein bisschen, die dann einfach nur über einen Leuchtkranz als LED mit dir kommunizieren. Das ist immer so ein bisschen, ja. Aber Display ist halt auch immer so ein Zusatzfeature oder ich sag mal so, was auch kaputt gehen kann. Ne? Deswegen lassen manche das kostet einfach weg. Auch Geld und so. Ja, und, genau. Bei Sonnen kostet es extra. Wenn du ein Display möchtest. Wir haben ja auch bei vielen Wechselrichtern inzwischen das so weit, dass sie gar kein Display mehr haben. Ja, ist halt so. Ja. Hersteller Batterien BMZ Group. Ja, BMZ ist einer der größten Hersteller in Deutschland. Ja, also da kannst du auch absolut nichts zu sagen. Also das Modul, hier steht auch Hersteller Batteriemodul. Sie werden die Zellen nicht selber machen, sondern auch zu kaufen. Also natürlich auch sehr wahrscheinlich aus Asien. Ja. Und also ich sag mal so, da werden bei BMZ dann aus den Zellen die Module gemacht. Das ist zum Beispiel das, was Varta auch macht. Die machen auch aus den Zellen die Module und dann, ja. Das ist auch hier ein nächsten Step. Also welche Technologie ist das? Also NCA, NMC, NCA, also dieses Nickel, Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminium oder Nickel, Mangan, Kobalt, also diese üblichen Verdächtigen. Also keine Eisenphosphat-Batterien, sondern die normalen NMC-Zellen. Batteriespannung DC, je Batteriemodul 50,4 Volt. Gut, das ist die 48-Volt-Technologie, die Senec schon immer hatte. Das ist auch das, was, ich sag mal so, andere schwören inzwischen auch Hochvolt-Technologien. Ich ja auch. Ja, natürlich. Oder was heißt schwören, aber ich sage, das ist einfach irgendwie so ein bisschen das modernere. Ja, natürlich ist es das modernere, weil früher war es einfacher, da ging es ja darum, dass du überhaupt erstmal eine Batterie hast und eine Batteriespannung. Das Problem bei den 48-Volt-Technologien ist natürlich, dass du den Querschnitt, den du an Leitung hast, der muss viermal so groß sein, als wenn du eine 200-Volt-Technologie hast. Mhm. Also du hast ja nur ein Viertel der Spannung und das musst du dann natürlich irgendwie über den Strom kompensieren. Das heißt, du hast einen viermal größeren Strom. Ja, das vielleicht für die Leute, die nicht so technisch versiert sind wie der Frank. Wenn ich eine Low-Volt-Technik habe, das heißt, ich muss die Spannungsüberbrückung vom Wechselrichter machen. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Energieaufwand, um von einer Low-Volt-Batterie sozusagen auf die richtige Spannung zu kommen. Und deswegen brauche ich da ein bisschen mehr Energie und deswegen ist das gesamte System nicht ganz so effizient wie eine Hochvolt-Batterie. Das ist aber nur ein halber Prozent oder ein Prozent. Also das ist, nicht das ist so schon viel. Richtig. Du versuchst natürlich in der Technik immer auf einer Spannungsebene zu bleiben, solange es geht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du die Spannungsebene niedriger machst, brauchst du dickere Kabel. Genau. Das ist zum Beispiel, warum das Kabel zum Anlasser im Auto, kennen ja wahrscheinlich viele, so daumendick ist, weil da ziemlich große Ströme sind. Es ist auch nur 12 Volt. Wenn du das Ganze mit 230 Volt machen würdest, dann würdest du, das wäre ein Zwanzigstel, ne? Von Querschnitt. Das ist also schon eine Geschichte, das würde schon ganz, ist gut dann halt so. Nächster Punkt, Zyklenzahl. Wahnsinn. Zahlen hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Nein, 12.000 Zyklen. Unglaublich viel, aber wahrscheinlich nicht Vollzyklen, würde ich jetzt mal vermuten. Also doch, Vollzyklen schon, aber was dir fehlt, ist bei wie viel Prozent Restkapazität. Okay. Also das heißt, du kannst ja einfach sagen, ich habe 6.000 Zyklen bei 80% und du kannst auch sagen, 12.000 Zyklen bei 50%. Okay. Das würde tatsächlich so ungefähr auf einer Linie liegen. Dann. Würde dann ungefähr passen, alles klar. Aber dann aber da fehlt einfach die Angabe. Kann ja auch sein, dass die Batterien wirklich so gut sind. Ja, also weil NMC, also ich kenne so hohe Zyklenzahlen eher bei Eisenphosphat, weil die wirklich so sehr robust sind. Aber es spielt keine Rolle, weil wir hatten das ja auch schon mal. Du hast 200 Zyklen im Jahr in Deutschland und wenn du das auf 20 Jahre hochlegst, bist du bei 4000 Zyklen. Ja. Das heißt, dieser würde theoretisch 60 Jahre halten. Ja, Wahnsinn. Das, Also braucht man sich da nicht groß Gedanken machen. Nein, musst du dir bei keinen speichern. Okay. Das ist so. Nutzbare Speicherkapazität, da haben sie jetzt nochmal die verschiedenen Größen, 5, 7,5 und 10. Ja. Und maximale Ladeleistung, das sind halt auch jetzt die angesprochenen maximalen 2,5
KW, die du eben schon genannt hattest. Ne? Wäre mir jetzt auch ein bisschen zu wenig, weil ich habe in Deutschland oftmals nur 1-2 Stunden mal richtig schön Sonne. Dann wäre es cool, wenn er sich etwas schneller beladen könnte. Könnte er mehr haben. Und das ist also auch die Entladeleistung, wenn du ein E-Auto hast. Ich sag mal so, das bringt dir nicht so richtig viel, wenn du denn daraus dein E-Auto mitladen möchtest. Okay. Also so die Idee zu sagen, ich habe jetzt einen großen Speicher und arbeite tagsüber, komme abends nach Hause und lade dann das Auto damit. Da bräuchtest du schon 2 davon, damit das dann irgendwo halbwegs über Nacht dann noch vernünftig funktioniert. Okay. Da ist 2,5 kW natürlich ein bisschen wenig. Also und das ist das Gleiche jetzt hier, maximal Lade- und Entladestrom, das geht ein bisschen drüber, genau. Aber 12 Ampere oder 24 Ampere im Batteriemodul. Okay, Zertifizierung brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Hat da alle, im Grunde alle, die es gibt. Das sind ja alte Hasen bei Senec, genau. Das ist natürlich klar, die machen das ja auch schon ein paar Jahre. Auch Sicherheit, Schutz vor Tiefenentladung brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Relativ klar, Übertemperaturschutz, automatische Leistungsregulierung bei den kleinen Strömen, wundere ich mich ehrlich gesagt, wo da jetzt die Übertemperatur herkommen soll. Nein, man nur Spaß, aber... Natürlich, aber das sind Sachen, die haben wir hat jeder mit standardmäßig. Nee, das schreibt man vielleicht hier auch mit drauf, weil es irgendwie sich gut anhört. Garantie und Monitoring, Produktgarantie auch hier wieder, 10 Jahre, kostenpflichtig erweiterbar auf 15 bis 20. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ja gut, 10 Jahre, das ist ja auch die Zeitwertersatzgarantie, die damals aus der Batteriespeicherförderung noch stammt. Das heißt nicht, dass man 10 Jahre unbeschränkte Garantie darauf hat, sondern wenn man nach 9 Jahren feststellt, dass die Batterie nicht mehr in Ordnung ist, dann kriegt man im Prinzip nur 10% des Betrages, den die Batterie mal gekostet hat. Ach so, okay. So, das wird ist bei Fenicon auch so. Ja, ja, ist bei anderen. Es ist natürlich so, du kannst nicht nach 9 Jahren hingehen und sagen, ich brauche mal eine neue Batterie. Ja, die ist nicht mehr so. Ja. Die kosten hoffentlich in 10 Jahren auch weniger. Ja, natürlich, ja. Ja. Aber das hat Senec auch schon immer gemacht. Ich habe aus alten Zeiten da auch noch Garantiefälle. Das haben die auch alles immer ordentlich abgewickelt, keine Frage. Und Monitoring kostenlos dabei, auch mit App, also iOS, Android, super. Sowas standardmäßig. Also Standard, ja. Und Fernwartung auch möglich. Insgesamt. Ja. Muss ich sagen, was würdest du für ein Resümee ziehen für den Speicher? Ja, wie gesagt, ist eine Firma, die da schon sehr lange Erfahrung drin hat. Die bauen ordentliche Speicher. Die haben eine etwas geringe B- und Entladeleistung. Ein Speicher, der auch nur für drin ist. Der Trend geht ja heute eigentlich dahin, dass du dann sagst, okay, ich habe die Umweltbedingungen, muss ich nicht mehr so genau einhalten bei Speichern. Ich kann ihn noch mal draußen in die nicht geheizte Garage setzen. Ich kann ihn vielleicht sogar ins Carport setzen oder sowas, weil ich da die PV-Anlage drauf habe. Da muss ich dann bei Senec aufpassen, dass es nicht geht. Mhm. Und 2,5 kW, wie gesagt, das ist ein bisschen wenig. In heutigen Zeiten. Vielleicht ist ja bei der nächsten Generation, dem V3, dann mit dem Hybridwechselrichter, dass der dann halt besser ist und ein paar Schwachstellen von dem her aus. Natürlich ist es bei Hybridwechselrichtern immer einfacher, eine größere B- und Entladeleistung zu haben, weil der Wechselrichter macht das ja schon. Das ist ja das eigentliche teure Bauteil da drin. Und darum geht es hier natürlich auch, dass du da nicht einen riesen Wechselrichter reinbauen kannst. Damit kommt man aber auch klar. Ne? Du kommst mit 2,5 kW Leistung klar. Die brauchst du eigentlich nur, wenn du größere Verbraucher hast. Also, aber ich sag mal so, wenn du abends deine Waschmaschine und deinen Geschirrspüler anschmeißt, dann das reicht das schon nicht. Genau, also das wäre jetzt auch mein Resümee. Das wäre für mich jetzt persönlich zu wenig, wenn ich mir das jetzt kaufen müsste. Deswegen würde ich mich dann für den hier wahrscheinlich eher nicht entscheiden. Insgesamt muss ich aber sagen, gibt es bestimmt viele Leute, die das gut finden. Auch diese Cloud-Lösung, die sie damit anbieten. Solche Sachen sind ja auch, die haben wir jetzt ja gar nicht hier mit angesprochen, sind ja auch interessant für den einen oder anderen. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wenn wir über andere Themen dann auch nochmal sprechen sollen oder vielleicht auch mal mit Senec sprechen sollen, da vorbeifahren sollen und dort mal Videos mit denen machen sollen. Insgesamt, glaube ich, findet der seine Zielgruppe. Bei mir hat das jetzt nicht gemacht, bei dir wohl auch eher nicht, wenn ich das so durchhöre. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht auch, wenn ihr den habt und wie zufrieden ihr damit seid. Und dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt, an dich, dass du mitgemacht hast und wir uns den Speicher hier mal angeguckt haben. Schaut auch gerne beim Frank auf dem YouTube-Kanal vorbei, bei VP Uniflot, lasst ein Abo da.
Lasst hier gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.